Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute möchte ich mit dir durchgehen, wie man sich aus schwierigen Situationen befreit. Und zwar stellen wir heute die Situation nach, dass du einen Ball mit viel Geschwindigkeit in deinen Körper bekommst und ich möchte dir zeigen, wie du diesen Ball technisch lösen kannst. Wenn dir die Videos gefallen, lass gerne einen Daumen hoch hier oder abonniere meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen und jetzt wollen wir mit dem Video starten. Es gibt immer wieder Situationen beim Tennis, wo ich einen Gegner habe, der schnelle Bälle spielt. Und es kann natürlich auch vorkommen, dass der schnelle Ball in meinen Körper geht, wenn der Gegner viel Druck macht und mich vielleicht unter Druck setzen möchte. Hier sehe ich ganz häufig folgende Fehler, die passieren, wenn viel Druck in den Körper kommt. Und zwar neigen ganz viele Tennisspieler dazu, sich quasi aus der Situation rauszubewegen und den Körper nach hinten zu legen. Und das ist natürlich fatal für einen Schlag. Wenn mein Gegner mir eh schon viel Tempo gibt, ja, und ich jetzt über diesen Schwung nach offen drehe, dann passiert es ganz häufig, dass der Ball weit ins Aus fliegt und ich überhaupt keine Kontrolle mehr habe. Und das soll natürlich vermieden werden. Das heißt, ich möchte euch jetzt zeigen, wie man das technisch löst. In so einem Moment ist es entscheidend für mich als Tennisspieler, dass ich versuche, möglichst wenig Aufwand zu betreiben, um diesen Ball zu kontrollieren. Weil das Tempo kommt ja schon von drüben. Das heißt, ich muss auf diesem Ball kein Tempo mehr mitgeben, sondern versuche lediglich tief zu bleiben, das heißt eine gute Balance und Stabilität zu haben, die Schlägerspitze unter den Ball zu bringen und dann versuche ich von hier aus, den Schwung des Gegners nur umzulenken. Das ist die einfachste Methode, um wirklich so einen schnellen Ball in meinen Körper umzulenken und natürlich den Ballwechsel aufrechtzuerhalten. Je nachdem, welche Seite meine stärkere Seite ist, muss ich natürlich versuchen, diese Seite auch anzulaufen, weil ich nämlich dann die Kontrolle im Ballwechsel doppelt halten kann. Das heißt, wenn der Gegner jetzt schnell in meinen Körper reinspielt, kann ich entscheiden, ob ich entweder die Vorhand nehme mit der kurzen Bewegung oder von hier aus natürlich die Rückhand nehme mit der kurzen Bewegung und dann versuche hier die Balance, Stabilität und natürlich auch die Länge des Schlages zu halten, damit ich beim nächsten Schlag nicht sofort wieder in der Defensive bin. So, wenn der Ball kommt, neigen die Spieler dazu, zurückzubrechen und dadurch den Schläger zu öffnen und den Schlag nicht mehr kontrollieren zu können. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie es richtig geht. Das heißt, wenn der Ball schnell auf euren Körper kommt, entscheide ich mich für eine Seite, in dem Fall jetzt für meine Vorhand. Ja, ich versuche vor allem mit dem Körper tief zu bleiben, stabil zu bleiben und versuche mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Das heißt, ich bleibe unten, ja, versuche die Schlägerspitze nur tief zu halten und versuche einen ruhigen, kontrollierten Schlag auf den schnellen Ball des Gegners zu spielen. Das reicht mir meist aus, um mich aus der Defensive zu befreien und natürlich hier auch den Ballwechsel wieder neutral zu gestalten, damit der Gegner nicht maximal schnell wieder in meinen Körper spielen kann. Also, ganz einfach für euch nochmal zusammengefasst, vom Prinzip her, tiefe Stellung, ja, wir bleiben unten, wir versuchen den Ball zu kontrollieren auf der tiefen Ebene, weil was nämlich passiert, wenn ich aus der Knie rauskomme, wenn ich jetzt einen tiefen, schnellen Ball habe und will diesen Ball kontrollieren und ziehe dann mit meinen Knien zu früh hoch, dann ziehe ich automatisch aus dem Treffpunkt raus und das darf natürlich nicht passieren. Deswegen bleibt so lange unten, senkt die Schlägerspitze und versucht dann quasi mit eurem Schlag erst den Körper auch zu lösen zum Ball, damit ihr, wie gesagt, die Energie des Balles umlenken könnt, mit wenig Aufwand viel erreichen. Das heißt, manchmal ist weniger mehr und das können wir genau in den Situationen üben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und kann dir in der nächsten schwierigen Situation helfen, wenn dein Gegner viel Tempo in deinen Körper spielt. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute, Sven.